Der freundliche Herr von der Stadtsicherheit fand am 27. November 1984 auf dem Friedhof Berlin-Adlershof würdige Trauerworte für den Verstorbenen. Unser Hans Wachs ist viel zu früh von uns gegangen. Mit seiner Einsatzbereitschaft und seinem Können hat er sich in der Entwicklung und Stärkung unserer Staatsmacht bleibende Verdienste erarbeitet. Die Wahrheit über das Doppelleben des Hans Wachs alias GM Donner blieb ein Staatsgeheimnis. Über das Ende der DDR hinaus. Der Mann hat was auf die Beine gestellt. Für mich einer der größten Könner-Denker in unseren letzten 50 Jahren. Er hat sich in jede Sache richtig reingekniet mit allem drum und dran. Und hat also wirklich auch aus dieser Situation dann auch was gemacht. Ein ganz kalter Typ. Blasshart. Er ist ein Typ, der über Leichen geht. Das war Wachs. Die Akte Donner, zusammengeschnürt in 24 umfangreichen Dossiers in der Berliner Gaukbehörde, beweist, dass Wachs einer der erfolgreichsten Agenten der DDR gewesen ist. Er war der Mann für alle schmutzigen Fälle des MFS. Entführungen, Mordaufträge, Bombenanschläge. Donner sollte die Feinde der DDR unschädlich machen, vernichten. Seine Identität blieb streng geheim. Seinen spektakulärsten Fall aber kannte in der DDR jedes Kind. For Eyes Only hieß der Kinohit der DEFA. Sein Held, ein sozialistischer James Bond. Die wahre Geschichte des geheimen Mitarbeiters GM Donner alias Hans Wachs beginnt im geteilten Berlin der 50er Jahre. Die Frontstadt des Kalten Krieges ist für die DDR-Propaganda ein Stachel im Fleisch des Sozialismus, ein Wespennest imperialistischer Agenten. Aus West-Berlin wurde ein klein Chicago und das drohte der DDR mit dem großen Knüppel. Das Ministerium für Staatssicherheit sucht für den Kampf einsatzbereite Truppen. Im Zentralviehhof von Berlin findet man einen Agenten, der geeignete Freunde zu haben scheint. Dann habe ich mich, informiert. Ich sag, wo kannst du was finden, was für ähnliche auf Leute, die eben gegen Bezahlung meinetwegen für die Staatssicherheit geeignet sind, tätig zu werden. Und da hatte ich das große Glück, eine gute Gruppe zusammenzustellen. Paul Nitsch alias GM Fried Tornau kennt Hans Wachs aus alten Schieberzeiten. Der in Schwarzmarktkreisen als Hanne bekannte Autodealer betreibt auf der Kantstraße in West-Berlin eine Reparaturwerkstatt für schneidige Sportwagen vom Typ Alfa Romeo und Jaguar. Sein Mann fürs Grobe ist Jonny Jacobs. Die beiden verdingen sich als Stasi-Söldner, Blitz und Donner. Für den stand das Geld im Vordergrund. Er wurde gut bezahlt. Der führte die Dinge vor, die Dinge durch, aber nicht mit dem Bewusstsein, dass er Sozialist oder Kommunist war. Keineswegs. Lautlos und möglichst ohne Gewalt soll das Entführungskommando Donner arbeiten. Der erste große Auftrag kommt im November 1955. Gleich um die Ecke von der Kantgarage in der Charlottenburger Wielandstraße Nummer 12 wohnt das Opfer, der Resident des dänischen Geheimdienstes in Berlin, Werner Rieker. Der Agent ist mit seinem Netz von Informanten ins Visier der Stasi geraten. Donner entwirft einen spektakulären Plan. Der Zugriff soll in Westdeutschland erfolgen, weil die misstrauische Ehefrau des feindlichen Agenten bereits 3 Entführungsversuche verhindert hat. Ich wusste, dass irgendwas passieren würde. Gefühlsmäßig. Ich konnte auch nicht sagen, wer und was und wo. Aber als mein Mann nach Westdeutschland fuhr, da hatte ich ein ganz komisches Gefühl. Am 17. November fährt Rieker auf der Autobahn in Richtung Frankfurt. Die Aktionsgruppe Donner folgt in einem von Wachs umgebauten Mercedes 220. Die wussten die Strecke, wo sie fahren sollen. Und da ist Hanne mit seinem Mann, hat den auf der Autobahn gestoppt. Vorgefahren, ausgestiegen. Jetzt hatte der, aber das war kein Dummer. Der hatte von innen verriegelt und hatte eine Pistole in der Hand. Er soll geschossen haben. Er sagt,
hat er mir erzählt, ich sage, warum hast du denn nicht? Und da sagt er, naja, die Pistole ist nicht gegangen. Und nachher habe ich aber erfahren, die ist doch gegangen, bloß das hat er vielleicht nicht mehr mitgekriegt. Und der soll doch ihn getroffen haben, aber ins Bein, leider nur ins Bein. Die haben den mit dem Wagen über eingeschlagen, die Scheibe, sich den Mann rausgeholt mit seiner Pistole und dann haben sie den Kofferraum gepackt und sind dann mit beiden Wagen, den sein Wagen und den anderen Wagen, sind die gefahren. Werner Rieker wird in der DDR zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt und kehrt erst nach 9 Jahren aus dem berüchtigten Gefängnis Bautzen II zurück. Der Entführer tarnt sich kaum ein paar hundert Meter entfernt als unbescholtener Bürger. Hans Wachs repariert Autos und leistet sich ein teures Hobby: Autorennen auf der Avus und auf dem Nürburgring. Als GM Donner setzt Wachs seine erfolgreiche Karriere als Menschenräuber fort. Staatssekretär Erich Mielke persönlich genehmigt immer neue Aktionen. Donner ist sein bester Mann. For Eyes Only heißt 1963 in der DDR der Kinoknüller. Die wahre Geschichte des Agentenfilms spielt 8 Jahre zuvor in Würzburg. Maßgeblich beteiligt Hans Wachs als sozialistischer 007. Im Film hat der Klassenfeind mal wieder vor, die DDR anzugreifen. Die Gruppe Donner erhält im Mai 1956 den Auftrag. Sie sollen in die Dienststelle des amerikanischen Militärgeheimdienstes eindringen und dort einen Blechschrank und eine Panzerkiste mit geheimen Papieren in ihre Gewalt bringen. Ganz alleine müssen Hanne und Jonny den Plan nicht ausführen. Dem MFS ist es gelungen, im Zielobjekt in der Eisenbahnstraße Nummer 4 einen Agenten zu platzieren. I.M. Günther alias Herkenrath mit bürgerlichem Namen Horst Hesse. Es handelte sich hierbei nicht nur um die Panzerschränke. Ich muss ehrlich sagen, ich habe alles mitgebracht. Alle Unterlagen der amerikanischen Dienststelle, die sich dort befanden. Ich habe reinen Tisch gemacht, ich habe nichts liegen lassen. Hans Wachs beschwert sich viele Jahre später, dass Hesse damals mit den Nerven fertig gewesen sei. Und, Zitat, nie daran glaubte, dass es Möglichkeiten gibt, diese Aktion durchzuführen. Donner muss sich mit der Gage von 7.000 Mark West plus Spesen begnügen. Und mit neuen Herausforderungen an sein technisches Genie. In den Akten der Gaukbehörde sind alle Quittungen erhalten geblieben. Donner verlangt immer mehr Geld und die Stasi bezahlt. Bis 1961 insgesamt 165.000 Mark. Die eigenen Leute sind offenbar für solche Aktionen nicht einsetzbar. Hans Wachs braucht den Stasi-Sold dringend für sein aufwendiges Hobby. Er entwirft mit dem Designer Colani futuristische Autos. Fehlt bei keinem Rennereignis. Wie man mir das dann mitteilte, hatte er 250.000 Mark Steuerschulden hier in Berlin. Ja, und dann bei der deutschen Castrol war auch noch eine Öllieferung offen oder dergleichen alles. Und in dem Augenblick wir hatten sehr gutes Werkzeug, also Spezialwerkzeug, mit seinem Lancia und wir hatten einen Transportanhänger, ist er durchs Brandenburger Tor, das war ja damals noch offen und war weg. Einen Monat später, im August 1961, wird die Arbeit im Spionage- und Agentenzentrum Berlin schwieriger. Aus der Sektorengrenze ist die Mauer geworden. Hans Wachs hat sich inzwischen im Ostberliner Stadtteil Biesdorf eine neue Existenz aufgebaut. In erster Linie sind hier Autos gemacht worden für die Staatssicherheit. Das steht fest. Ausgerüstet worden, hier sind... Ich war mal hier, da waren BMWs, also westliche Typen von Fahrzeugen, BMW waren hier. Die wurden dann ausgerüstet mit Funk und allem möglichen Kram. Das hat er gemacht hier, für die Staatssicherheit. Kaum ein Auto des MFS, das nicht von Wachs frisiert wird für den Einsatz gegen den Klassenfeind. Gelegentlich übernimmt der GM Donner noch Spezialaufträge, die von Minister Mielke persönlich genehmigt werden. Sein letzter Sondereinsatzort ist 1963 das schwäbische Ebingen. Sein Auftrag: Ausspähung und Entführung eines Stasi-Deserteurs. Der Verräter hatte 2 Jahre zuvor seine Arbeit bei der Stasi aufgegeben und war in den Westen geflohen. Alsbald wird in Ostberlin ein neuer Vorschlag zur Liquidierung des Verräters diskutiert. Zitat: Bedingt durch das starke Körpergewicht des H. und andere für eine Rückführung ungünstige Faktoren wird vorgeschlagen, ihn physisch zu vernichten. Hans Wachs ist in seinem Element. Er entwirft einen teuflischen Plan.
Im Keller des Hauses in der Olgastraße stellt das Opfer jede Nacht sein Moped ab. Ein Sprengsatz, geschickt unter dem Sattel angebracht, soll beim Start explodieren. Die Vernichtung ist garantiert, gezeichnet Donner. Anfang 1964 beordern die Auftraggeber Wachs zurück. Der Mordplan wird nicht ausgeführt. Das Opfer hat Glück. Der GM Donner zieht sich ins Privatleben zurück und läuft der Stasi aus dem Ruder. Wachs ist entschlossen, den Arbeiter- und Bauernstaat mit Neuentwicklungen auf dem Plaste-Sektor an die Spitze der Weltwirtschaft zu führen. Seine Rennboote finden besonders bei der Stasi-Führung reißenden Absatz. Immer mehr Geld pumpt das MFS in das Unternehmen Donner. Der beschwert sich lauthals. Wenn man in der DDR nicht in der Lage ist, mich nutzbringend auf meinem Gebiet einzusetzen, bitte ich, mir die Genehmigung zu erteilen, mich mit den Genossen aus der SU in Verbindung zu setzen. Mit sozialistischem Gruß, Hans Wachs. Das MFS beschließt die Observierung des einstigen Spitzenmannes. Kontakte mit dem KGB gehen noch an, doch Wachs könnte auch dem Westen Informationen liefern. Der Mann weiß einfach zu viel. Zur Eskalation kommt es nicht mehr, denn Wachs stirbt 1984 an Krebs. Die Trauergemeinde für den Stasi-Top-Agenten besteht aus 7 Personen. Auf dem Grabstein steht geschrieben: Hans Wachs, du warst uns alles. Die DDR hat den Kalten Krieg trotzdem verloren. Und Agenten sterben einsam.